und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier auf dem Channel der Gamerwarenhandels. Heute hier wieder mit dem Bier-Tim und dem Dichterbuben 277. Hallo. Ja, wir spielen hier auf dem Landwirtschaftssimulator 2015 und ich mag uns schon eine Vorsprache halten. Deswegen sage ich einfach mal, wir üben hier sozusagen vor allem der Dichterbube für unser Forstprojekt, weil er hat sich das Spiel extra dafür geholt und spielt es erst seit einer Woche. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich übe mal mit ihm und machen ein bisschen, ich würde sagen, keine Unordnung, aber wir üben halt mal auf die unnormale Art. Ja, aber so. So, ich fahre jetzt hier mal zurück. Ja. Ich war gerade vor dem falschen Weg, ne? Aber egal. Dann kann ich noch ein bisschen quatschen. Ja, ich bin auch nicht der allerbeste Fahrer, vor allem jetzt bei der Übung gebe ich mir nicht die allergrößte Mühe. Klar, wenn das Postprojekt dann da ist, dann klotzen wir natürlich alle dran. Dann werden wir auch ein paar Mods hinzufügen, die, das ist weggeflogen, die wir dann euch natürlich auch verlinken, wenn ihr die mögt, die Mods, wenn ihr selber spielt, dann ja, verlinken wir euch. Wir verlinken euch natürlich auf die Website, wo wir die Mods geholt haben. Das machen wir auch heute schon. Ich habe eine Kettensäge bekommen. Ja, wenn du das scrollst oder ein Server, keine Ahnung. Ja, wir machen das natürlich heute auch schon. Geben wir euch die Mod-Seite, keine Ahnung, damit ihr es einfach schon mal habt und das schon mal anschauen könnt. Schadet bestimmt nicht. Wir haben heute noch keinen Mod. Wir sind ihn noch am Downloaden. Also wir gucken noch, welche wir brauchen, welche nicht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Wie kann ich denn die Kettensäge wegstecken oder wegwerfen? Wenn du auf der Maus scrollst, ne? Ja. Alles vertraut. Ein Stück weiter. Ich hab's ja. Ich bin gleich da. Doch, aber auf jeden Fall bin ich nicht der Beste da drin, also ich habe ja kurz angefangen nur, aber es werden auch viele Fails kommen, weil ich bin auch gerade eben, wo die Aufnahme noch nicht war, und ich will so einen Bagger einsteigen, bin umgekippt und kam nicht mehr hoch, muss jetzt hier natürlich wieder hochhelfen und ich musste sehr lachen. Ja, dann haben wir wieder Lachfleisch, ja. Weil es war einfach so witzig. Ich spiele jetzt schon seit über 3 Jahren insgesamt Landwirtschaftssimulator. Und eigentlich ist es immer so, wenn man umkippt, dass der Traktor oder die Maschine dann direkt wieder hochspringt. Oh, da ist er. Hi! Hi, geil. Aber klar. Okay, warte, ich mach das Halsstück rein. Er hat so drin. Oh, er hat's noch drin. Er hat's noch drin, tatsächlich. Ich hätte mich gerade noch 2 gehabt, das ist rausgefallen. Ja, okay. Dann stellen wir Schallschmuck noch hin. Ich ist jetzt auch egal. Ja, und ich werde dann sehr wahrscheinlich den Meer fahren, so wenn ich ihn jetzt finde. Aber ich bin auch schlau, ne? Und er ist drin. Er ist drin, das ist gut. Das übt er noch und dann muss man ihn immer etwas loben. Aber das wird schon immer besser von Baumstamm zu Baumstamm. Also ich bringe hier noch ein bisschen was. Brauchst du nicht. Sind eh noch genug. Ich brauche eh noch 5 Folgen dafür. Was soll ich schon machen? Ja, machen wir ein bisschen was. Dann machen wir einfach hier mal. Das ist eine ganz interessante Sache. Als ich insgesamt angefangen habe mit dem Landwirtschaftssimulator 2015 zu spielen, muss ich erstmal meinen Vater fragen, was denn eine Stumpenfräse ist und wofür die gut ist. Die haben wir jetzt hier vorne dran. Und die ist gut, wenn ihr hier einen Baum gefällt habt, kommen ja hier so kleine Stümpchen aus. Wie der Name schon sagt, Stumpenfräse. Oh, die hat der Dichterbube jetzt alle weggemacht. Egal. Ich weiß, hab ich. Da könnt ihr die dann einfach anschalten. Dann könnt ihr die hier so einrichten, hoch, runter. Ihr könnt damit das. Also ihr könnt das insgesamt noch hoch, runterheben. Und dann könnt ihr hier so runterziehen, dann auf den Stumpen halten. Und dann wird das so weggemacht, damit ihr nicht, wenn ihr da drüber fahrt, direkt wieder so ein doofer Hubbel kommt oder ihr umfallt. Ja. Wo ihr dann wieder direkt aufsteht. Aber es ist einfach nervig. Deswegen packe ich den jetzt auch direkt mal hier. Gucken wir mal, was es sonst noch zu tun gibt. Oh. Ich stehe im LKW ganz alleine. Okay. Ja, was ich auch schon ankündigen kann, hat diesmal nichts mit dem, oder hat jetzt nichts mit dem Landwirtschaftssimulator zu tun. Wir machen bald eine Minecraft Reiter Edition.
Und ja, das freut bestimmt unsere Reiterfans, die oder die reiten bei Minecraft. Also nicht bei Minecraft reiten, aber wir werden dann bei Minecraft reiten. Und ist bestimmt witzig. Wir haben uns dann nämlich so ein paar Techniken angeguckt. So, schieb. Oh, ja, danke. Oh, er hat's. Gut, das ist gut. Ja, ich laber mal ein bisschen, indem wir dem Dichterbogen zugucken. Oh, es geht schief. Baum. Ja, also wir machen halt dieses Reiter-Special. Und da werden wir auch extra eine riesige Reithalle für bauen. Und wir reiten dann gegeneinander. Ja, das wird auch ganz witzig. Gut, es kann jetzt sein, dass der eine oder andere sagt, warum macht ihr ein Reiter-Special? Mann, das interessiert doch keinen. Natürlich kommen ja auch andere Projekte, zum Beispiel auch andere Minecraft, Skywars, Bedwars, Survival Games und so. Lucky Block Battles und so weiter und so fort. Wir machen natürlich auch mal gegeneinander, nicht nur immer in einem Team, bei Bedwars, Skywars, Survival Games, bla bla bla, was da sonst noch gibt. Ja, wir machen natürlich auch zusammen auf einem eigenen Server, machen wir dann auch ein Projekt und dann werden wir sehr wahrscheinlich irgendwann auch einen eigenen Server machen, wenn wir gut rauskommen. Deswegen lasst uns ein Like da und wenn ihr die anderen Videos auch gut findet, dann abonniert uns doch, dann freuen wir uns und wir machen auch unseren eigenen Server. Wir machen noch viele mehr Videos, wenn euch diese gefallen. Lasst ein Like da, abonniert uns, kann ich nur oft genug sagen. Ja, ich hoffe auch dieses Anfangsvideo gefällt euch, das leider schon bald rum ist, wie der ein oder andere vielleicht schon weiß, der uns schon kennt. Wir haben vor allem so 10 Minuten Aufnahmen. Ja, weil wir Bandicam benutzen. Noch benutzen wir Bandicam, aber das wird sich bestimmt auch bald ändern. Natürlich. Ja, es wird sich ändern, weil wir es halt etwas nervt, immer nur 10 Minuten aufzunehmen, aber so zum Anfang ist das eigentlich ganz gut. Ja, ich guck mal gerade auf die Uhr, wie lange wir noch haben. Ja, wir haben noch 2 Minuten. Ich würde sagen, ich quatsch noch ein bisschen, du übst noch ein bisschen. Ja. Ja, was machen wir denn sonst noch? Ja, wir machen halt verschiedene Themen, nicht nur Minecraft, nicht nur World of Tanks, nicht nur Landwirtschaftssimulator. Wir machen alle drei. Und vielleicht kommt dann auch mal ein Video oder ein anderes Spiel dazu, was wir dann uns irgendwann mal holen. Was ist gleich? Etwas weiter öffnen. Oh, erstens. Das ist zu spät gemacht. Scheiße. Ich finde das immer so witzig, weil man so am besten laden kann, wenn man so ein bisschen von oben rangeht. Schade, dass man schieben kann. Ja, du hast es. Mach zu. Ja. Oh, nice. Das ist gut. Ja, wir üben noch ein bisschen. Oder Dichterbube übt noch ein bisschen. Natürlich wird die nächste Folge ein bisschen spannender, weil. Ja. Wir müssen ein bisschen. Also ich muss noch ein bisschen üben. Er übt noch. Und da kommen auch noch ein paar, also 2 Spiele, um genau zu sein, kommen noch dazu, weil wir so zu zweit noch nicht mal hier so einen kleinen Forst richtig bewältigen können. Und es einfach sinnvoller ist, mit so mehr zu spielen bei einem solchen Projekt. Ja, macht doch mehr Spaß. Ja, es macht mehr Spaß. Wir können auch gerne noch ein Tutorial darüber machen, wie ihr so ein Multiplayer-Game erschafft. Das ist nicht ganz so einfach, weil zuerst habe ich es auch nicht kapiert, aber wenn man es weiß, ist bei allen Sachen so. Wenn man es weiß, ist es ganz einfach. Ja, und noch eine kleine Sache, die wollte ich eigentlich schon am Anfang sagen, aber jetzt mache ich es am Ende, in den letzten paar Minuten, wo Dichterbube noch übt. Was dem einen oder anderen Komik aufgefallen ist, ich habe oben so viel Geld oder Coins oder Money oder so. Darüber machen wir auch noch ein Tutorial, wie man das hinbekommt. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.